Vor kurzem hat mir Juni geschrieben, dass ich einfach mal weggehen soll mit meinen unnötigen Sachen. Und das ist natürlich verständlich, dass ich halt weggehen soll, vor allem wenn er auf meinen Kanal geht. Ja. Und ich denke, jemand mit so einem Banner ist wirklich in der Lage, mir zu helfen. Aber ich habe mich einfach mal gefragt, wer so nervig wie ich ist. Und das ist natürlich der FC Bayern mit seiner ständigen Dominanz. Aber das ist ja irgendwie nur in Deutschland. Und deswegen habe ich den FC Bayern München einfach mal in jede Liga hier getan im Fußballmanager. Und mit jede Liga meine ich eigentlich europäische Ligen, weil dieses Video ist eurozentrisch. Googelt das mal, super tolle Infos hier. Ach ja, und mit Europa meine ich natürlich unter anderem Kasachstan und auch, wo haben wir sie? Israel. Das ist Italien. Das hier ist Israel. Ja, ich weiß, ich mache tolle Ansagen hier. Und wie ihr sehen könnt, sind wir einfach mal im Jahr 2050. Und ich will einfach mal schauen, wie der FC Bayern in den ganzen Ländern, die ihr hier an der Seite seht, so angekommen ist. Und ich würde sagen, lasst hierfür auf jeden Fall gerne mal ein Like da. Vielleicht schaffen wir hierauf mal wieder die 30 Likes. Und für mehr Fußballmanager, was auch immer das hier ist, könnt ihr auch gerne mal abonnieren. Und wir fangen hier einfach mal in Österreich an. Da kann man schon mal sehen, dass der FC Bayern am Dominieren ist. Und zwar war er in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mal immer auf Rang 1, aber eigentlich nur auf Rang 1 und 2. Ansonsten haben wir aber tatsächlich hier Rapid Wien. By the way, wurden hier auch alle Spieler mit kopiert. Und der technische Direktor ist Markus Thüram. Okay. Einer der Spieler heißt irgendwie Maximilian Eggestein. Und die Bayern hier haben in 2022 und in 2043 jeweils die Euroleague gewonnen. Außerdem noch diverse Ligen und Pokale. Irgendwie tut mir Schalke leid, wenn die jetzt irgendwie bei jedem Verein hier der Erzrivale sind. Der Top-Torjäger in der Liga ist aber hier Philipp Liemert von Wacker Mödling und der war nicht bei Bayern. Dann sind wir hier einfach mal in Belgien. Da hat der FC Bayern auch mal gewonnen. Und zwar mit 88 vor 83 Punkten und hier waren sie bisher fast immer Meister, nur in 2047 nicht. Das hier ist bei dem modernen Team, die haben einige Spieler sogar aus Kuwait, also ich glaube, ich habe noch hier die besseren Jugendcamps mit drin. Aber auch einige 4,5-Sterne-Spieler. Und einfach mal ein Torwart aus Neuseeland. Tatsächlich haben die hier sogar mal die Champions League gewonnen und zwar in 2030. Und während die aus Österreich nur noch eine Bewertung vom internationalen Prestige von 17 haben, haben die hier noch 2020. Tatsächlich ist sogar jemand von den Bayern hier der Top-Torjäger und zwar Zirkzee, der sogar einige Male gewechselt ist. Warum hat der 400 Tore? Das ergibt gerade gar keinen Sinn. Also ich denke mal, es ist irgendwie verbuggt. Der war hier erstmal bei Bayern in den Niederlanden, dann bei Bayern in Belgien und dann bei Bayern in Portugal. Okay. Da habe ich, glaube ich, gerade schon mal ein bisschen was gespoilert. Ich denke aber mal, das ist verbuggt, weil vielleicht wurden alle Tore von allen Zirkzees hier zusammengerechnet. Dann haben wir hier nochmal einen Niklas Süle, der aber nicht der Niklas Süle aus der Bundesliga ist, der ist ein Stürmer. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen schneller durch. Hier haben wir Bulgarien, da sind die Bayern Erster und haben auch, naja, die sind hier ja ein bisschen abgefallen für eine Zeit. Jetzt sind sie aber wieder auf oben oder nur auf Rang 2. Warum stehen die hier noch auf Rang 2? Also hier in der Liste sind sie auf Rang 2, aber sie haben eigentlich gewonnen und haben aber nur zwei Spiele weniger als alle anderen, das macht so gar keinen Sinn. Die haben auch keine weiteren Spieler anscheinend, also extrem verbuggt. Ach nee, ich glaube, es ist so, weil man irgendwie noch zwei Gruppen hat, wo die ersten sechs in der neuen Gruppe spielen. In Tschechien sind die Bayern tatsächlich nur auf Rang 3 und die waren aber, naja, eher so ein bisschen am Schwanken. Die haben hier auch wieder einen dieser Spieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Emirati scheinen hier anscheinend von diesem Burui-Club zu kommen. Dann haben wir hier mal Dänemark und die Bayern waren in der letzten Saison Sieger und Pokalsieger und auch eigentlich in der ganzen letzten Zeit. Die Bayern haben auf jeden Fall nichts gewonnen international. Die Tschechen haben by the way auch nichts gewonnen und die Bulgaren auch nicht. Hier haben wir by the way mal das Büro-Team und die haben hier sogar einen Spieler aus den Emiraten mit drin und deren teuerster Transfer waren 23 Millionen anscheinend nur. Jetzt kommen wir endlich mal in die erste Top-Liga und das ist England und dafür noch die Bayern oder haben gewonnen mit 93 Punkten. Diese Bayern finde ich auf jeden Fall mal ein bisschen stärker, aber sie haben irgendwie nur einmal die Champions League gewonnen. Dafür einige Male die Liga, den FA Cup und den Carabao Cup und sie waren auch immer in der Top 6. Dann haben wir hier die nächste Top-Liga und zwar Frankreich und da sind die Bayern hier nicht ganz so gut, würde ich mal sagen. Nur dreimal Meister irgendwie in den letzten 20 Jahren, aber dafür zweimal hintereinander die Euroleague gewonnen. Und ich glaube, ich habe vergessen hier auszustellen, dass Namen nicht wiederholt werden sollen, denn hier haben wir einfach mal wieder mal Tanguy Ninian zu.
Dann haben wir mal die deutschen Bayern und die sind tatsächlich nicht mal mehr in der Top 2. Aber ich weiß schon, dass die in der Saison hier die Champions League gewonnen haben und bisher auch schon einfach mal fünfmal. Und sie haben auch dreimal die Euroleague dazu noch gewonnen. Der HSV ist hier irgendwie auf einmal auf dem siebten Rang. Das hier ist Griechenland, da führen die Bayern auch mal wieder. Und zwar, das war ihre Geschichte so. Sie waren eigentlich immer Meister bis auf 34. Aber international haben sie irgendwie nichts gewonnen. Okay, Bayern aus Israel, was ist hier passiert? Warum sind sie nur auf Rang 3? Und warum gewinnen die hier nicht durchgehend die Liga? Ich verstehe es nicht. Deren Ansehen ist eigentlich auch noch für die israelische Liga ziemlich stark. Und sie haben hier auf jeden Fall nichts gewonnen. Italien, da haben wir die Bayern auf Rang 2 und das hier ist deren Geschichte, das ist eigentlich ziemlich gut. Wobei vor 44 bis 46 gab es eigentlich wenige Meisterschaften. Man hat hier auch irgendwie nur mal die Euroleague gewonnen. Dann gehen wir natürlich nach Kasachstan, wo die Bayern natürlich führen und nur einmal auch gar nicht gewonnen haben. Okay, ich würde mal sagen, die Bayern haben hier ihre internationale Historie hinbekommen. Aber ich würde mal sagen, sie haben die meisten Fans, Rang 1 über 250.000 und Rang 2 2.500 oder Rang 7 hier. Die Bayern in Luxemburg haben einfach nicht gewonnen und die sind auch wie in Luxemburg. Wie schafft man das? Also das ist bisher am enttäuschendsten und die haben auch noch nichts außer das hier gewonnen. Und sie haben auch nur 16 Sterne in der internationalen Beliebtheit. Dann haben wir die Bayern der Niederlande, die haben auf jeden Fall gewonnen und nichts im europäischen Geschäft und das hier ist das in der Liga. Die sind einfach besser als die aus Luxemburg. Wie kann das sein? Das hier ist Polen, natürlich das Heimatland von Lewandowski und da gewinnen die Bayern eigentlich gar nicht mal so oft. Die sind eigentlich sogar ziemlich abgefallen, einfach nur Siebter von 16 irgendwie. Aber sie sind immer noch das beste Team. Nein. Hasan Salihamidžić ist immer noch. Wie? Wie alt ist der da? Wir sind in 2050. Warum? Da wundert es mich eigentlich nicht, dass die international nichts gewonnen haben. Und sie haben irgendwie mehr Mitglieder als Fans. Okay. In Portugal gewinnen die Bayern gerade und auch in der Vergangenheit ziemlich oft. Dafür ist Porto gerade mal ein bisschen abgefallen, aber naja, die anderen sind auch noch ganz okay. Und die Bayern haben hier auf jeden Fall einmal die Euroleague gewonnen. In Rumänien haben die Bayern nicht gewonnen und die sind hier gerade, eigentlich haben sie ziemlich oft gewonnen, also ist das komisch. Deren Team ist, glaube ich, auch eines der schlechteren. Im Vergleich zu anderen Bayern ist das Team hier, finde ich, auch ein bisschen schlechter. Und sonst haben sie auch nicht gewonnen. Russland, da sind die Bayern nur auf Rang 2 und das ist deren Historie, letzter Titel in 42. Hier wieder nicht gewonnen. Schottland sind die Bayern nur auf Rang 5 hier irgendwo und auch nur noch das drittbeste Team und das ist deren Geschichte. Ich würde mal sagen, es ging eigentlich ganz gut los, bis dann irgendwie 37 und seitdem kein Titel mehr. Auch wieder mal spannend hier die Bayern in Spanien hinter Real Madrid und dem FC Barcelona. Da sind sie auch mal wieder abgefallen. Auch hier wieder komischerweise eigentlich ab 37. Und sie haben zweimal die Euroleague und einmal die Champions League gewonnen. In der Schweiz haben die Bayern auch nicht gewonnen und deren Geschichte, die ist eigentlich ein bisschen besser. Die haben aber international auch nicht gewonnen. In der Türkei haben die Bayern aber gewonnen und zwar gucken wir mal, das hier ist deren Historie. Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Aber auch sie haben mal wieder nicht irgendwie was international gewonnen. Wenigstens sind sie aber noch mal ein bisschen besser als Gala. Und der letzte FC Bayern ist in der Ukraine und hat 26 Spiele gewonnen. Von 26 Spielen. Wie? Okay, das wusste ich nicht. Wie sieht deren bester Stürmer aus? Das will ich mal kurz wissen. Deren bester Stürmer ist nicht mal der Top-Stürmer in der Liga. Okay. Wir haben mal wieder einen Spieler, den wir kennen. Einen Florian Wirtz hier zumindest. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Aber vorher haben die das tatsächlich, glaube ich, in der Art auch noch nicht geschafft. Hier einmal 24 Siege und 2 Unentschieden. Also beenden wir das Ganze ja mal mit einem ziemlich krassen Ergebnis. In Bulgarien haben die Bayern auf jeden Fall immer mal verloren. Und bis auf eine Saison hier auch in Kasachstan. Ich gehe hier einfach gerade mal in die Champions League und da bin ich mal gespannt. Ich gehe aber doch erstmal hier zu den WMs. Da hat Deutschland einfach mal in 22 und in 46 gewonnen. Und da stand Österreich irgendwie zweimal im Finale, okay. Aber uns interessiert hier vielmehr die Champions League und da sehen wir halt das hier. Was mich wundert ist, dass das letzte Bayern-interne Duell irgendwie schon her ist und zwar aus 2036. Da haben die Bayern aus England gegen die Bayern aus, wo ist das, aus Spanien gewonnen. Das hier ist einfach gerade mal das europäische Club-Ranking und da führt irgendwie Juventus und die Bayern kommen erst auf Rang 3 und 4.
Das ist ein bisschen komisch und ihr seht, wie viele FC Bahn es hier gibt, auch noch irgendwie über Rang 50 und bis fast 100. Der unterste FC Bayern ist der aus Schottland auf Rang 300 irgendwas. Das sind by the way die Top-Torjäger bei den Weltmeisterschaften und Zirkzee hat hier, welcher Zirkzee ist das? Es gab ja mehrere. Also die Niederlande muss dann ja zweimal irgendwie Zirkzee gehabt haben oder eigentlich ja noch öfter. Hier haben wir die Weltfußballer des Jahres und Kylian Mbappé war einfach mal bei Barca und dann bei Juventus, also seine Karriere war ziemlich krank. Einfach mal 94 und er war viermal Weltfußballer. Okay, Leute, was wäre, wenn ich einen Fehler gemacht hätte und aus Versehen zweimal Kylian Mbappé hier im Spiel hätte und das gerade einiges erklärt? Tun wir einfach mal so, als wäre das nicht passiert und dass hier die beiden Karrieren, naja, das erklärt, warum er bei Juventus und bei Barca war. Oh nein, das war ja mal, das wollte ich nicht machen. Auf jeden Fall haben wir hier einmal Musiala vom FC Bayern und der war, glaube ich, sogar der griechische mit. Hier hat der FC Bayern einige Mal gewonnen, aber erstmal hier der aus Dänemark, dann der aus Spanien, dann der aus England und einmal aus, wer ist das? Rumänien ist das. Also alles wirklich extrem cursed. By the way, können wir uns hier auch nochmal die Karriere der ganzen Musialas anschauen. Und die werden natürlich hier immer wieder mal anders verlaufen. Bisher haben noch alle hier ihre 4,5 Sterne. Und ich glaube, es waren auch schon die letzten. Also einige sind vielleicht schon aus dem Spiel wieder raus, weil sie vielleicht sogar zu schlecht waren oder keine Ahnung. Ich würde aber einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Joint gerne auf meinen Discord-Server in der Beschreibung und ciao. Und die Story vom Anfang hat, by the way, auch ein wunderbares Ende.